bei jeder Gelegenheit, wie viele ihnen verdankt. Und so manchen Künstler, der eigentlich ermattet war vom Festspielbetrieb, haben sie ermuntert, trotzdem noch ein Hörspiel zu machen, trotzdem noch einen Leseabend zu machen. Und die große Gelegenheit bekamen sie dazu 1972, als der ORF nach Nonntal übersiedelte und sie plötzlich ein Publikumsstudio hatten. Natürlich hat er da auch ein bisschen mit meinem Vater gestritten, weil das muss man ja schon sagen, der Klaus Meiner ist schon ein echter Vorarlberger. Also wenn er von etwas überzeugt ist, dann fährt sozusagen, würde der Wiener sagen, die Eisenbahn drüber. Und es gibt nicht die geringste Hoffnung, dass er davon ablässt. Weder Intendanten noch Generalintendanten können ihn da von seiner Meinung nach rechten Weg abbringen. Aber ich glaube, es war ein sehr guter Weg für uns alle. Und bitte, nehmen Sie die Zuneigung, die Ihnen aus Salzburg entgegenströmt, als weiteres Kapital für die weiteren Jahre Ihres Lebens. Ich bin überzeugt, Sie werden schon wieder irgendwo auftauchen, wo Sie etwas machen. Sie sind ja beide im Sternzeichen Zwillinge. Und wie hat der Bertolt Brecht gesagt, zwei Seelen wohnen, ach, in deiner Brust, suche nicht die eine loszuwerden, da du beide haben musst. Ich glaube, er hat fünf Seelen und die hat er aufgeteilt aufs Radio, aufs Theater, auf die Oper und vor allem auf das Straßentheater. Alles Gute und vielen Dank. Standpunkt war immer, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und es ist für mich wirklich eine Zeit, wo es am schönsten ist. Ich habe 30 wunderbare Jahre erlebt. Ich wurde in Salzburg aufgenommen, hat mir viele Gelegenheiten gegeben, am Marionettentheater, am Funk und wie die Frau Doktor gesagt hat, an vielen Orten. Ich danke sehr und es geht mir wirklich gut und ich bin fröhlich und darum muss man Abschied nehmen. Danke für Ihre Treue und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Mein Freund Bernd Müller begleitet hat, der jedes Jahr ein anderes Bühnenbild erfunden hat. Ein Künstler, der sich herabgelassen hat, möchte ich sagen, denn er hat an der Berliner Oper, in Paris an der Oper, er hat mit den größten Regisseuren gearbeitet und er kam zu mir und hat 20 Jahre mich betreut. Der zweite ist mein Freund Leopold Braune, der mich auch 28 Jahre lang immer wieder nicht im Stich gelassen hat und zu schönen Vorstellungen verholfen hat. Noch einmal danke diesen lieben Freunden und danke Ihnen. Sieben, drei, fünf, neun. Drei, fünf, neun, fünf. Ja, das ist eine... Vor 3 Uhr kommt man nicht ins Bett. Und um 6 Uhr sind wir schon wieder auf die 4 stehen. Hallo? Aufstehen! Was ist da, macht ich? Ja, doch, fängt an. Die Tun geht ja schon auf. Kellnerin, bring Sie mir ein Spierli und Kölnisch Wasser. Einen nassen Fetzen können Sie haben, aber den brauche ich jetzt. Zum Aufwischen. Nein, das tut sie nicht. Sie hat die Nummer auf. Einige Lotterielose haben wir. Ja, die Ziehung geht gleich los. Ja. Kaufen Sie, probieren Sie Ihr Glück.
Was sind es denn für Nummern? No, 439. Nichts für uns. No, 8521. Nichts für uns. No, 7359. Frag ihn, was kostet. 6 Gulden Silber. 6 Gulden Silber. 6 Gulden Silber. 6 Gulden. Das bringen wir ja nie zusammen. Was ist das? Wir haben den Treffer! Steckt's mal für die erste Socke gegen die Luft verbreitet! Und alle Gister von der ganzen Stadt sind eingeladen! Alle Schuster vom ganzen Land! Und alle Schneider von der ganzen Welt! Auch der Herr Lagerfett! Jetzt sagt's mir aber, Kamerad, was fangen wir mit unserem Reichtum an? Da hat jeder seine eigene Passion. Ja, schon dann, dann wird's mir auch Ja. Aber wie einer vom anderen hört, dass er im Unglück ist. Von Unglück kann doch überhaupt keine Rede sein, wenn der Mensch einen trifft, kann man auch. Aber wenn's halt doch passiert, halten wir alle drei wieder zusammen. Ja? Gut. Und heute übers Jahr kommen wir alle drei in Windkamp beim Meister Hobelmann. Dort bin ich entweder glücklich, oder ihr erfahrt, wo ich meinem Unglück zu finden bin. Gut! Alle mal! Hui! Na, der hat sich fesch eingekriegt, der Herr von Zwirn. Der Herr von Zwirn ist jetzt ein Partikulier. Und eingekriegt hat er sich, wenn die Tür aufgeht, im elegantesten Viertel von Prag. Na Kai, machen Sie mir bitte die Tür auf. Seien Sie doch so gut. Danke. Dann zeige ich die Wohnung zum Herrn. Wir sind Ihnen verbunden für die Collaisons, zu der Sie uns verholfen haben.
habt ihr zu verdanken, sondern nur mir. Seit ich uns als Italienerinnen ausgeht, haben wir einen gewissen Wert. Meist wahrscheinlich. Und dann sind wir schon wieder früh. Wetten?